Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Aufbauvideo im Bereich Pflege für den Monat Mai. Und ja, es geht wieder um die 365-Tage-Challenge. Und ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut auf jeden Fall in der Infobox. Da erkläre ich das nochmal genauer. Und wenn ihr wisst, um was es geht, dann könnt ihr jetzt gleich weiterschauen. Und ich würde einfach sagen, Diesen startet. Monat ist es relativ wenig, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich es in zwei Teile teile, denn sonst wären die Teile einfach zu lang. Deswegen starte ich jetzt auch direkt. Und zwar starte ich mit ganz unspektakulären Sachen. Einmal Slip-Einlagen von Carefree, die waren ja in der letzten Glossy Box Young. Das waren 40 Stück und die waren gut. Also die waren ganz dünn und weich und haben mir gut gefallen. Würde ich mir vielleicht auch wieder nachkaufen. Und dann habe ich zugeschickt bekommen, wollte ich euch auch zeigen. Und zwar von U oder U by Camellia, die Ultra-Binden. Normal mit Flügeln 4 Stück. Die waren auch okay. Aber die waren mir zu dick, also die waren schon relativ dick und das mag ich einfach nicht so. Deswegen, ja, würde ich die jetzt nicht nachkaufen. Dann habe ich zwei Seifen aufgebraucht. Ja, die eine hatte ich aber letztes Jahr schon mal eine ganze Weile im Angebrauch und habe sie dann wieder weggestellt, weil ich einfach keine Lust mehr auf die hatte. Und zwar ist das jetzt hier von Isana die Cremeseife Blütenfest, die milde Seife Blütenfest, alles Gute heißt die. Und ja, das war so eine special designte Verpackung. Ich fand die ganz gut. Ich finde aber im Allgemeinen die Isana Seifen nicht so gut, weil die schon sehr austrocknend sind, für meine Hände zumindest. Duft war okay. Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, hat mir irgendwie so ein bisschen an so Putzmittel erinnert. Ich weiß auch nicht, also mochte ich nicht so sehr. Würde ich mir, wie gesagt, auch nicht nochmal nachkaufen. Und dann habe ich eine aufgebraucht. Dabei war ich auf jeden Fall den Seifenspender auf. Und zwar das von Frosch. Die reine Pflegeseife. Die war ja in der Rossmann-Box auch drin. Und ja, die habe ich jetzt aufgebraucht. Ich finde die gut. Die ist sehr pflegend. Die riecht sehr angenehm. Also eigentlich sehr neutral und mild. Hat sehr gut aufgeschäumt, war halt eine durchsichtige Flüssigkeit und den Seifenspender behalte ich. Der ist sehr schön, einfach grau mit weißen Blumen drauf. Der passt eigentlich auch in jedes Bad und da ich sowieso einen neuen brauche, werde ich den auf jeden Fall aufbewahren. Dann gehe ich mal über zur Zahnpflege. Da habe ich diesmal auch ein bisschen mehr und zwar zu einem von Dentodent, die Interdentalsticks. Die verwende ich super gern für die Zahnzwischenräume und ja, das ist jetzt die ISO-Größe 1, also die orangefarbenen. Und ja, die finde ich sehr, sehr gut. Die passen perfekt in meine Zwischenräume. Deswegen kaufe ich jetzt immer die nach. Habe ich auch schon getan. Dann einmal, da habe ich sogar den Karton für euch aufbewahrt von Perl & Med, die Zahnseide gewachst mit Mintgeschmack. Ist halt eben so eine kleine mit nur 10 Metern, also so eine Probierpackung quasi. Hatte ich im Adventskalender von meiner Mutter drin. Fand ich eigentlich ganz gut. Ich mag aber lieber diese, die so mit aufquellenden Fasern sind. Ich finde die irgendwie angenehmer fürs Zahnfleisch. Aber die fand ich auch Dann wie gut. immer meine Zahnbürste. Das ist die Dentodent Super Soft Sensitive Zahnbürste. Die kennt ihr eigentlich auch. Die verwende ich immer. Ab und an habe ich mal andere. Ich hatte jetzt vor kurzem diese Sensodyne Sensitive Zahnbürste. Die fand ich auch super, super gut. Die hatte halt ein kleines Bürstenköpfchen. Und dann habe ich von Dentodent auch im Adventskalender eine kleine Zahn. Spülung bzw. Mundspülung gehabt. Das ist von Dentodent, wie gesagt, die antibakterielle Mundhygiene-Mundspülung mit Kräuter-Minz-Aroma. Fand ich ganz gut. Also ich fand den Geschmack sehr angenehm. Hat vielleicht minimal gebrannt. Und ja, würde ich mir vielleicht auch in groß nachkaufen. Dann habe ich aufgebraucht einmal von Ebelin die 30 einmal was Schlappen. Die habe ich euch schon mal gezeigt. Ich finde die ganz okay. Zum Gesicht abzutrocknen habe ich die gekauft. War ein Doppelpack. Wie gesagt, finde ich ganz okay. Man kann sie nochmal in der Mitte durchtrennen, dann hat man mehr davon. Deswegen haben sie mir jetzt auch ein bisschen länger gehalten. Aber die sind einfach nicht so weich, wie ich es gerne hätte. Und ich habe auch das Gefühl, die nehmen die Feuchtigkeit gar nicht so richtig auf. Deswegen würde ich die nicht mehr nachkaufen. Dann habe ich hier zwei Packungen Feuchttücher. Die habe ich ja in der Handtasche und auch in meinem Zimmer rumliegen. Das sind einmal von Hip, die Zartpflegend-Feuchttücher. Die habe ich gerne in der Handtasche. Die riechen sehr angenehm. Die sind gut feucht. Die sind schön angenehm von dem Tuch her. Also sehr schön vom Material. Und ich mag die ganz gerne mit der Handtasche, um einfach mal zwischendurch was abzuwischen oder so. Haben jetzt halt keine antibakterielle Wirkung. Aber ja, einfach so für die Hände finde ich es ganz gut. Ich habe auch immer noch so Hygienetücher in der Tasche und Hygiene-Handgel.
Und dann habe ich hier noch vom Baby Dream die Feuchttücher aufgebraucht. Die hatte ich jetzt in meinem Zimmer. Hier waren 20 Tücher drin. Die haben jetzt ein bisschen länger gedauert, bis sie leer waren. Mit Aloe Vera und Kamillenextrakt. Fand ich vom Duft her ganz okay. Aber die würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Also finde ich diese Baby Dream feuchten Waschlappen besser. Wie die hier. Hier sind zwar mehr drin, hält natürlich dann länger. Aber ich mag die vom Duft her nicht so gern. Dann habe ich hier einmal Wattestäbchen noch aufgebraucht, die 160 Wattestäbchen mit Baumwolle, hygienisch und sanft. Finde ich sehr, sehr gut. Ich mag die. Ich finde die von Eblin am besten. Die fusseln nicht, das Köpfchen hält gut am Stiel und ja, finde ich klasse. Ich kaufe immer die von Eblin, die von Isana finde ich, die fallen sehr gern mal ab. Also diese Watteköpfchen fallen da gern ab. Deswegen kaufe ich da immer die von Eblin. Habe ich jetzt auch wieder umgefüllt. Ich habe einmal hier in meinem Zimmer Wattestäbchen stehen und halt auch im Bad. Dann habe ich hier Wattepads aufgebraucht. Und zwar von Isana die 70 Wattepads aus 100% Baumwolle, weich und fusselfrei. Und da muss ich sagen, die fand ich irgendwie gut. Aber ich meine, ich hatte die schon mal und da waren die schlecht und haben gefusselt. Ich weiß nicht, ob die da noch was verändert haben, irgendwie an den Pads direkt. Weil ich jetzt auch zurzeit sehr, sehr oft höre in Videos, dass die jetzt anders sein sollen. Ich weiß nicht, ob das bei dieser Packung auch schon so war oder ob ich es mir eingebildet habe. Aber die haben jetzt nicht mehr so stark gefusselt wie vorher. Also die würde ich mir vielleicht im Notfall auch nochmal nachkaufen. Ja, finde ich gut. Und dann quasi passend zu den Wattepads habe ich hier einen Nagellackentferner aufgebraucht. Und zwar von Aveo, also aus Müller. Den Melone-Nagellackentferner mit Aceton. Und ja, den habe ich mir einfach mal gekauft, weil ich dachte, wow, cool, Melone. Natürlich riecht er nicht nach Melone, sondern halt dann nur, wenn er auf den Händen angetrocknet ist. Ja, fand ich aber trotzdem gut. Würde ich mir vielleicht auch nochmal nachkaufen. Aber so eine große Pulle, die waren jetzt mit 125 Miltern, hält mir einfach Weil ich ewig. eigentlich kaum meine Nägel lackiere, deswegen ja, hält die mir wie gesagt ewig. Dann mache ich weiter mit Haarpflegeprodukten. Dort habe ich auch einiges aufgebraucht. Und zwar zu einem habe ich hier eine Serie aufgebraucht von Ghoul. Die hatte ich schon mal. Ich weiß aber nicht, ob ich da schon Videos gemacht habe. Kann ich euch gerade gar nicht sagen. Und zwar von Ghoul die Tiefenaufbauserie. Eben Shampoo und Spülung für beanspruchtes, strapaziertes und geschädigtes Haar mit Monoiöl. Ihr seht, im Shampoo ist noch minimal was drin, habe ich einfach nicht rausbekommen. Stand schon auf dem Kopf und es kam einfach nichts raus. Und ja, die waren damals neu, habe ich im Oktober letztes Jahr gekauft. Zur Glamour Shopping Week gab es ja diese Coupons für die Drogerie das erste Mal, da war halt Ghoul mit bei. Ich fand es vom Duft her super, hat auch echt lange gehalten. Und ja, waren jetzt 250 ml im Shampoo und 200 ml in der Spülung. Ich fand es wirklich gut. Es hat die Haare sauber gemacht. Es hat sie weich gemacht. Ich habe aber einfach nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass meine Haare doch sehr beschwert werden durch diese Produkte. Deswegen würde ich diese Reihe speziell jetzt nicht nochmal nachkaufen. Aber welche ich mir gerne mal wieder anschauen würde, war diese Feuchtigkeitsreihe. Die mochte ich damals ganz gern. Und ja, vielleicht kaufe ich die nochmal. Aber diese beiden Produkte würde ich mir eher weniger nachkaufen. Dann habe ich hier von Herbal Essences ein Shampoo aufgebraucht. Da ist auch noch ein bisschen was drin. Das hatte ich in der Glossy Box Young. Und zwar ist das das Herbal Essences Volumen Wunder Volumen Shampoo mit Orangenduft. Fand ich ganz angenehm, hat sehr schön nach Orange gerochen, sehr zitrisch frisch, hat die Haare auch sauber gemacht. Ja, aber ist kein spezielles Shampoo für mich. Also hat kein Volumen gemacht, hat keinen speziellen Effekt auf die Haare gehabt. Also ich würde es mir nicht nochmal nachkaufen. Ich hatte das auch schon mal, da fand ich auch das Shampoo ganz gut, aber es war halt nichts Spezielles. Also ich würde es mir nicht nachkaufen, fand es aber trotzdem sehr angenehm. Wäre aber nichts, wie gesagt, wo ich mir nochmal kaufen würde. Dann habe ich nochmal ein Shampoo aufgebraucht und zwar von Balea Professional das Tiefenreinigungsshampoo. Das benutze ich ja alle 2 Wochen einmal, vielleicht manchmal auch jede Woche einmal. Es kommt immer drauf an, was ich für ein Gefühl habe. Das ist jetzt eben das von Balea Professional, also aus DM gewesen mit Phytokeratin und Menthol. Ja, fand ich sehr angenehm, fand ich wirklich toll vom Duft her. Hat wirklich sehr, sehr angenehm gerochen, die Haare super sauber gemacht. Ich habe mir jetzt aber das von Sisopar nachgekauft, obwohl ich das von Balea nicht so stark austrocknend finde. Also ich finde, bei Balea sind die Spitzen noch lang nicht so trocken wie bei dem von Sisopar nach der Anwendung. Aber ja, das von Balea würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Fand ich gut. Ich mag den Duft, ich mag die Reinigungskraft und ja, kann ich weiterempfehlen. Finde ich super. Dann habe ich hier von Sisopar noch ein Shampoo aufgebraucht, beziehungsweise Shampoo und Spülung in einem. Und zwar Milch und Honig war das hier in dem Fall. Hatte ich jetzt auch eine ganze Weile schon hier. Mochte ich ganz gern. Die kosten 2 Euro, die Sisopar-Produkte. Ja, die finde ich sehr angenehm. Ihr seht, da ist jetzt noch was drin. Habe ich auch nicht rausbekommen.
250 Meter sind die drin und ich mag das ganz gern so für zwischendurch. Ich gebe aber trotzdem immer noch irgendwie eine Haarkur oder eine Spülung oder so hinten drauf, weil die schon relativ leicht nur ist von der Pflege, dieses Produkt hier. Obwohl es halt eben mit Spülung schon sein soll. Das Produkt soll man einfach einarbeiten und einwirken lassen, ein bisschen und dann ausspülen. Und es gibt ja auch diese Arganöl-Serie von Sisopar, da soll man ja Shampoo 2 bis 3 Minuten einwirken lassen und auch die Spülung danach, was eine super Wirkung hat. Bei diesem Produkt ist halt einfach wie bei einem ganz normalen Shampoo eben einmassieren, bisschen einwirken lassen und dann ausspülen. Finde ich super, würde ich mir nachkaufen, aber ja, hatte ich jetzt schon 2, 3 Mal und ich fand es immer wieder gut. Ich habe es auch immer wieder nachgekauft, aber jetzt würde ich gerne mal noch andere Produkte testen. Dann habe ich von Nivea eine Spülung aufgebraucht. Und zwar die Pflegespülung, Aufbau, Reparatur und Pflege für stark geschädigtes, brüchiges Haar. Ja, habe ich mir mal gekauft, als die gerade die Verpackungen neu hatten. Fand ich sehr, sehr gut. Würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich mag den Duft. Hier sind enthalten 200 ml. Ja, hat wirklich super lecker gerochen. Super schön, cremig, aber auch nach Nivea. Und ja, würde ich mir, wie gesagt, auch wieder nachkaufen. Aber ich habe noch eine von Nivea da. Die würde ich gerne jetzt noch aufbrauchen. Allgemein finde ich die Nivea-Spülungen sehr, sehr gut. Natürlich sind ja auch jede Menge Silikone drin. Aber so, wenn ihr nicht drauf achtet, sind die wirklich super. Dann habe ich noch eine Haarkur aufgebraucht. Die habe ich halt dann immer zum Tiefenreinigungsshampoo oder auch zu dem Sisopar-Produkt verwendet. Und zwar von Altera diese Tube hier. Die Haarkur Bio Granatapfel und Bio Aloe Vera. Für trockenes und strapaziertes Haar ohne Silikone. Und zwar habe ich die mir mal vor einer ganzen Weile gekauft und finde ich echt, echt gut. Ich mag den Duft, ich mag sowieso Naturkosmetik Granatapfelduft sehr, sehr gerne. Und ich muss auch sagen, dass die mir sehr gut gefallen hat im Haar. Also die hat die Haare schon weich gemacht, für das, dass es eben Naturkosmetik ist. Hat auch ganz gut vom Duft her in den Haaren gehalten. Ich habe jetzt diese Butter oder Maske von dieser Serie im Angebrauch im Project MT. Falls ihr das nicht gesehen habt, die Einführung, verlinke ich euch das noch einmal in der Ecke und unten in der Infobox. Und ja, jetzt werde ich die mal ausprobieren. Vielleicht ist die ja noch besser. Aber die in der Tube fand ich schon sehr gut und würde ich mir vielleicht irgendwann auch nochmal nachkaufen. Dann habe ich von Balea Professional zweimal die Reparatur oder die Repair und Pflege eine Minute Intensivkur aufgebraucht. Mit Phytokeratin und Mikroprotein für brüchiges und trockenes Haar. Ja, hatte ich halt zweimal. Ich mag die sehr gern. Ich finde die vom Duft her angenehm. Wobei ich finde, dass es bessere Düfte gibt von Balea Professional, deswegen habe ich sie jetzt einfach aufgebraucht. War okay, war eine gute Pflege, aber ich finde halt andere Produkte einfach besser. Aber vielleicht irgendwann, so für einmal, ist die komplett okay. Dann habe ich hier Handcremes aufgebraucht, und zwar an der Zahl 4 Stück und ein Nagelöl. Mit dem fange ich jetzt auch einfach mal an. Und zwar habe ich von Essence dieses Studio Nails Caring Nail Oil aufgebraucht mit Aprikosenöl. Waren jetzt enthalten 3,5 ml, also eine gute Menge an Öl, würde ich sagen. Habe ich halt immer um meine Nagelhaut dann aufgetragen mit diesem Schwammapplikator, der hier drin ist. Und dann halt einfach ein bisschen mit den Fingern einmassiert. Fand ich sehr gut. Ich habe mir jetzt auch wieder eins nachgekauft von Essence. Dieses Mal aber das Repairing Nail Oil mit Arganöl. Ja, ich hatte beide schon mal, fand beide super. Jetzt habe ich mir halt einfach wieder das andere nachgekauft. Ein bisschen Abwechslung. Und dann, wie gesagt, noch 4 Handcremes eben. Und zwar einmal von dieser Firma, das ist Mea. Mea gibt es speziell nur in Apotheken. Und zwar in den Apotheken Meine Apotheke. Und zwar ist das die Hand- und Nagelcreme mit Panthenol. Ist halt einfach so ein Tiegel. Da ist halt dann so eine weiße Creme drin. Im Deckel sieht man es noch ein bisschen. Und ja, die ist sehr pflegend, die riecht sehr angenehm. Ist halt so relativ leicht vom Duft und ja, mag ich sehr gern. Sind 100 ml drin, hat mir lange gehalten, habe ich wirklich immer nur verwendet, wenn ich richtig trockene Hände hatte. Und dafür war sie wirklich gut und dafür würde ich sie auch wieder nachkaufen. Muss mal schauen, wann ich wieder in eine Apotheke komme, wo es diese Produkte gibt. Dann von Balea die Handlotion Pitaya Coco, sanfte Pflege. Die sind ja relativ neu. Ja, habe ich mir gekauft, weil ich eben dachte, dass die so riecht wie diese Fruity Harmony Handcreme in der Tube, in dieser orangenen, kennt ihr bestimmt, auch mit Pitaya und Kokos, aber die riecht halt nicht gleich, nicht annähernd so, aber ja, sie war okay, sie war relativ flüssig von der Konsistenz her, dadurch hat man natürlich aber auch die Tube sehr, sehr gut leer bekommen, sind 100 ml drin und ich würde sie jetzt nicht nachkaufen, ich finde auch die andere Variante, diese Melon Berry, vom Duft her viel, 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 viel besser. Aber die waren nicht schlecht und wäre für mich jetzt kein Nachkaufprodukt.
aber war okay und habe ich gern verwendet. Das gleiche gilt für das hier, das war von Balea, das Handmus Blütenzauber mit Avocadoöl und Aloe Vera. Fand ich vom Duft her ganz angenehm, roch jetzt nicht so stark nach Blüten, wie ich gedacht hätte, was gut ist, weil ich bin ja kein so Blütenduft-Fan. Roch sehr leicht, minimal nach Blumen, war halt ein Mousse, also sehr musig von der Konsistenz her. Ich schau gerade mal, ob ich euch das irgendwie zeigen kann. Ich hoffe, man erkennt das hier oben so ein bisschen, dass das halt keine normale Creme ist, sondern so musig. Ja, fand ich sehr gut. Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, weil eben der Duft jetzt nicht so meins war. Pumpspender war super. Vielleicht in einer anderen Duftrichtung würde ich mir nachkaufen. In der jetzt eher weniger. Und dann hatte ich eben am Bett stehen die Balea Handcreme Olive mit Olivenöl und Olivenbutter. Reichhaltige Pflege für beanspruchte Hände. Finde ich wirklich gut. Kaufe ich mir immer so auf den Winter, Frühling immer mal wieder. Ich finde die sehr, 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 sehr gut. Die duftet sehr angenehm, sehr frisch und pflegend. Mochte ich wirklich gerne. Ist ein gutes Produkt. Würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Die geht super gut leer, die pflegt wirklich gut, sieht aber trotzdem relativ gut ein und ja, mag ich gerne, hinterlässt keinen Fettfilm. Und das ist mir einfach wichtig, auch in der Nacht, dass ich dann nicht morgens aufwache und immer noch so einen Fettfilm auf der Haut habe. Und da ist die wirklich super. Dann habe ich zwei Deos aufgebraucht und zwar zu einem von CD, das Deo Große Freiheit Frische Brise. Das ist ein sehr, sehr frischer Duft, sehr aquatisch frisch, ist ohne Aluminiumsalze. Ich habe es versucht zu verwenden an mir selber. Hat nicht funktioniert, ich habe irgendwie komisch gerochen, es hat nicht geschützt, also war gar nicht meins. Aber ich habe es dann als Bartspray verwendet, dafür war es sehr schön, weil es halt eben sehr, sehr frisch roch. Und dann habe ich aufgebraucht, das hatte ich jetzt auch ewig dran, von Duschstars das Magnolia Deo. Hat mir am Anfang ganz gut gefallen, habe ich super gern verwendet, nach einer Weile hat es mich einfach nur noch genervt. Es hat einfach extrem pudrig nach Blume gerochen, also extrem pudrig nach Magnolie. Das hat mich nach einer Weile einfach so gestört. Es roch einfach irgendwann für mich nur noch nach Puder. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt leer ist. Von der Schutzwirkung war es wirklich gut. Ich habe auch jetzt wieder eins von Dusch, das im Angebrauch, wo im Project Empty ist. Und zwar das im Golden Kashmir. Aber das Magnolia war jetzt doch eher weniger meins. Dann habe ich hier auch Rasurprodukte aufgebraucht. Und zwar zu einem von Isana, den Rasierschaum Blueberry Sensation mit Blaubeerenextrakt für alle Hauttypen. Den hatte ich ja jetzt mir einmal selber gekauft und einmal in der Rossmann-Box drin. Ich habe den jetzt eben einmal einfach aufgebraucht, damit ich den nur noch einmal da habe und nicht doppelt. Er ging relativ schnell leer, ich fand ihn aber sehr gut. Also hat mir auch sehr, sehr gut gefallen vom Effekt her. Also es hat die Haare weich gemacht und auch die Haut, damit man einfach gut drüber rasieren kann. Ich bin eher kein so Schaumfan, aber ich habe jetzt eben den noch einmal da und dann noch einmal ein auch von Isana mit Litchi-Duft, glaube ich, ist das. Und dann habe ich noch vor, irgendwann den von Balea zu kaufen mit Melone und Kokos. Aber der von Isana war gut und ja, vielleicht irgendwann kaufe ich nochmal Rasierschaum von Isana nach. Aber im Moment habe ich erstmal noch genug Rasierschaum da. Dann habe ich hier eine Rasierklinge aufgebraucht. Dafür zeige ich euch aber jetzt den Karton, denn der ist leer. Und zwar von Wilkinson's Ward, die Intuition Dry Skin Rasierklinge. Da muss ich sagen, bei den Rasierklingen zähle ich jede einzelne Klinge, weil die hält mir ja gut einen Monat und das ist dann eine Klinge im Monat, also ein Produkt quasi mehr. Deswegen zähle ich da nicht den Karton, sondern halt die Klinge, weil die Klingen kann man auch gut noch verwenden, wenn der Seifenbad außenrum aufgebraucht ist. Einfach Rasierschaum, Rasiergel benutzen und dann kann man die noch ein paar Mal benutzen, deswegen zähle ich eben die Klingen einzeln. Aber ich wollte euch jetzt einfach auch mal den Karton zeigen, damit ihr seht, wie die aussehen im Geschäft. Und die Klingen sind dann halt so verpackt, also eigentlich in so einem Plastikdöschen. Die Klinge mache ich da nie wieder rein, weil ich das irgendwie eklig finde, das euch zu zeigen. Aber diese habe ich aufgebraucht, ich finde die gut. War eben die letzte aus diesem Dry Skin Paket und will ich mir auch wieder nachkaufen. Haben jetzt eine neue Verpackung in so schwarz, da steht dann wieder auf jedem Klingenpäckchen nochmal drauf, was es genau für eine Sorte ist. Dann habe ich hier eine Fußcreme aufgebraucht. Und zwar von Balea die wärmende Fußcreme mit Mandelöl und Shea-Butter, wärmt und pflegt kalte Füße. Die wollte ich jetzt einfach noch aufbrauchen. Ja, ich muss sagen, ich habe auch beim letzten Typchen von dieser Fußcreme euch erzählt, dass ich einfach finde, dass die brennt. Also nicht direkt an den Füßen, da ist die sehr schön angenehm warm. Aber wenn das an meinen Händen, an die Schlagadern kommt, also an die Hauptschlagader, an meinem Handgelenk, dann fängt das da so an zu brennen und wird so dick, dass ich die nicht verwenden kann, weil jedes Mal, wenn das da hinkommt, dann brennt das richtig. Und ich denke nicht, dass das so gut ist
für den Körper, wenn das da halt so brennt. Deswegen würde ich die eher nicht mehr nachkaufen. Ich schaue mir vielleicht gegen Winter da mal die von Rossmann oder die von Müller an. Die von Müller soll, glaube ich, ganz gut sein. Aber sonst war ich eigentlich immer zufrieden mit der von Balea. Aber im Moment vertrage ich die nicht so gut. Dann mache ich ganz, ganz schnell noch die Gesichtspflegeprodukte durch. Da ist es diesen Monat auch nicht viel geworden. Wie gesagt, diesen Monat ist es einfach nicht viel. Und zwar habe ich da einmal aufgebraucht von Bebe Youngcare das Anti-Unreinheiten-Peeling. Das ist ja aus dieser neuen Serie quasi gegen Unreinheiten, hart zu Unreinheiten, soft zur Haut mit Zitronengras und Fruchtextrakt. Man sieht es hier unten noch so ein bisschen. Es war so ein Peeling mit so blauen Körnchen drin. Es war vom Duft her relativ angenehm, sehr frisch und zitrisch. Aber ich fand es wirklich nicht gut. Also es hat vielleicht gegen Pickel geholfen, das kann ich auch nicht sagen. Aber es hat extrem meine Haut ausgetrocknet und gereizt. Meine Haut war so trocken nach diesem Produkt. Und es soll ja eigentlich soft zur Haut sein. Und das war es halt bei mir gar nicht. Vielleicht, wenn ihr richtig unreine Haut habt und richtig mit Mitesser zu kämpfen habt, vielleicht ist es dann eher was. Ich habe halt eigentlich eine Mischhaut. Im Moment ein bisschen trockener wieder. Also das war nichts für mich und würde ich mir, wie gesagt, auch nicht nachkaufen. Dann habe ich hier eine Gesichtscreme aufgebraucht und zwar von Balea die schmusesanfte 24 Stunden Intensivpflege mit frischem Lychee-Duft. Empfindliche Haut steht hier drauf. Soll mattieren und pflegen und ich habe die nicht fürs Gesicht verwendet. Ich habe die euch ja schon mal gezeigt. Ich vertrage die leider nicht im Gesicht, also ich bekomme da leider Pickel von. Aber für Hals und Dekolleté vertrage ich sie gut, mag ich sie gern und ist eben wie gesagt für empfindliche Haut. Hat mir gut gefallen, hat gut geduftet, so ein bisschen leicht süßlich. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, hat für aber mich halt eher weniger Sinn, weil ich einfach eine Creme, auch eine ganz normale andere Creme verwenden kann, wo ich halt einfach auch im Gesicht vertrage und da brauche ich halt nicht extra eine, die ich halt dann für Hals und Dekolleté verwenden kann. Wenn ich sie nochmal geschenkt bekommen sollte oder irgendwoher kriegen sollte, dann würde ich sie natürlich aufbrauchen. Dann weiß ich auch, für was ich sie verwenden kann, dass ich keine Unreinheiten bekomme. Aber so jetzt macht sie für mich eher keinen Sinn. Dann habe ich hier von Isana Young Reinigungstücher aufgebraucht. Diesen Monat auch nur eine Packung. Und zwar sind das die pinken für alle Hauttypen. Ich finde die super. Ich habe auch noch die grünen da. Und auch diese neue Limited Edition Fruity, die es jetzt gibt. Finde ich sehr, sehr gut. Und ja, würde ich mir auch immer wieder nachkaufen. Die sind gut feucht, schön groß, angenehm von der Textur her. Und ja, finde ich klasse. Würde ich mir, wie gesagt, auch nachkaufen. Dann habe ich hier von Rival de Loop noch ein Paket von den Hydro-abschwellenden Augenkonturen-Pads von Rival de Loop. Ja, eben von Rossmann, feuchtigkeitsarme Haut. Ich finde die ganz gut, da zähle ich nicht die einzelnen Pakete, sondern immer nur, wenn der ganze Karton leer ist. Ich finde sie angenehm, ich mag das Gefühl ganz gerne. Es sind halt eben solche Gelpads mit so einem Stoff drauf. Das Gel kommt eben auf die Haut und der Stoff bleibt eben oben. Mag ich super gern und ja, finde ich klasse, wenn man nicht so gut geschlafen hat, finde ich die echt super. Würde ich auch immer wieder nachkaufen. Dann zeige ich euch noch ganz, 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 ganz schnell zwei Lippenpflege und ein Produkt, wo ich nicht so wirklich einordnen kann. Und zwar zu einem von Lipsmaker, den Coca-Cola. Ich finde die Lipsmaker Lippenpflegestifte einfach richtig mies. Also ich finde die pflegen 0, 0,0%. Ja, ich finde die ganz angenehm vom Gefühl her. Das war halt jetzt der ganz normale Coca-Cola. Ist leer, ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich bin immer froh, wenn einer leer geht, weil ich habe super viel da und eigentlich wären die mir im April schon abgelaufen. Aber da die jetzt nicht schlecht riechen, sich kein Schimmel oder so gebildet hat, verwende ich die noch so gut wie möglich. Der ist jetzt leer und freue mich einfach, wenn die anderen alle leer sind. Und dann habe ich hier aufgebraucht von Be Natural mein Coconella Lippenpflegestift. Ich habe jetzt den von Burt's Bees in Vanille im Angebrauch. Finde die bisher von der Pflege her, vom Gefühl her auf den Lippen eigentlich beide gleich. Der ist halt auch, wie gesagt, komplett leer. Ich kann den euch auch gerne hochdrehen. So weiter hoch geht er nicht. Was man hier jetzt sieht, ist schon plastisch. Ja, ich finde den klasse. Ich würde ihn mir auch wieder nachkaufen. Habe jetzt aber den Mango nachgekauft. Den finde ich einfach für den Sommer so ein bisschen besser vom Geschmack her. Aber der war auch super. Und dann zu guter Letzt wird diesen Teil von Nasig Kur, den Pflegestift für die Nase. Das ist halt eben so ein Stift. Gibt es, glaube ich, in der Apotheke. Das kannst du dir, wenn du eine raue, offene Nase hast, einfach quasi direkt mit dem Stift auf die Nase auftragen und oder um die Nase rum, da wo es eben trocken und gereizt ist. Und das soll er dann pflegen. Und ja, ich habe sie verwendet. Natürlich hatte ich das jetzt ewig lang schon im Angebrauch. Und ja, ich fand es gut. Aber ich fand es einfach nach einer Weile einfach so ein bisschen unhygienisch, das so
mit dem Stift direkt, um die Nase aufzutragen. Weil man hat ja meistens so eine trockene, raue Nase, wenn man entweder Schnupfen hat, die Grippe hat, also auch krank ist oder halt irgendwie eine Allergie. Und ich weiß nicht, ob das dann so hygienisch ist, da immer wieder mit hinzugehen. Deswegen habe ich es dann nach einer Weile immer mit den Finger aufgenommen und dann rumgeschmiert. Ist natürlich relativ umständlich, man hat dann einen schmierigen Finger, aber fand ich ganz gut. Ich würde es mir aber nicht nachkaufen. Also dafür kann ich auch einfach eine ganz normale Pflegecreme verwenden, die nicht brennt und dann habe ich genau die gleiche Wirkung. So, das war es jetzt auch. Das waren jetzt die Produkte für den ersten Teil. Im zweiten Teil kommen dann noch die Duschprodukte, Bodylotions, Masken und Badezusätze und halt die Produkte meiner Mutter und meiner Schwester und halt die Kerzen, die ich aufgebraucht habe. Da ist es auch nicht viel diesen Monat. Und ja, jetzt würde ich einfach sagen, wenn ihr Lust habt auf das zweite Video, beziehungsweise den zweiten Teil des Aufgebraucht-Videos, dann klickt auf jeden Fall jetzt einmal in die Ecke. Und unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Wenn ihr es getan habt, danke dafür. Jetzt würde ich einfach und sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao.